Servus zusammen und recht herzlich willkommen auf der Zilonka. Wir spielen unser Projekt Grautschlegel und der Fiat Agri ist hier gerade unterwegs und macht unser Rote Beetefeld. Ja, aber nicht kaputt, sondern er tut es schon mal hier pflügen mit dem Tiefenlockerer, denn wir haben das Feld soweit abgeerntet. Wir sind im Oktober, wir haben fast alle Felder abgeerntet. Es gibt noch ein Feld, ein Karottenfeld, ein sehr großes Karottenfeld, das wir ernten müssen, aber das erst im nächsten Monat. So, ich will euch mal ganz kurz erzählen, wo wir hier stehen, während er, glaube ich, noch eine Bahn fahren muss, oder? Ja, wir übernehmen das mal ganz, ganz kurz. Und ja, eine Bahn hat er noch, die muss er noch fahren. Okay, das lassen wir ihn auch gerne. Jo, und wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen verkaufen fahren, denn wir haben jede Menge Karotten, Pastinake als entweder in Konserven oder als Suppe, Kartoffelsuppe und ähnliches haben wir. Und in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen was ausprobiert und ja, werde mich also ein kleines bisschen umstellen, beziehungsweise ich habe jetzt den richtigen Weg für mich gefunden, wie wir hier arbeiten werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich hier nicht mehr die Felder einteile. Das macht es dann doch ein bisschen komplizierter, sondern wir werden schauen, dass wir entsprechend Felder immer als Ganzes und dann eben auch somit auch als Ganzes bearbeiten können und nicht mehr so dreigeteilt. Aber es bietet sich trotzdem an, hier ein bisschen versetzt auszusehen und zu ernten, denn bei mir ist es mittlerweile so, wir können mal kurz in die Produktion schauen, dass hier doch hier mit Karotten und Ähnlichem schon die entsprechenden Lagergebäude und die entsprechenden Produktionen sehr, sehr voll sind. Hier haben wir noch jede Menge Luft. Aber wenn das alles auf einmal reingekommen wäre, naja, ich weiß nicht. Und wenn das noch mehr wird, auf jeden Fall. So, jetzt sind wir hier soweit durch. Wir könnten damit hier jetzt schon zum nächsten Feld fahren. Aber das möchte ich mir eigentlich schenken für diesen Monat, denn es ist eigentlich egal. Aussehen tun wir sowieso erst wieder im nächsten Jahr. Wir sind ja dann schon im November und das Jahr ist dann praktisch rum. So viel werden wir gar nicht mehr tun. Aber mit dem Fiat werde ich auf jeden Fall schon mal die ersten Felder dann eben pflügen. Aber nicht jetzt, sondern wie gesagt, wenn wir rumgesprungen sind in den nächsten Monat. Ich will jetzt einfach nur hierher fahren und euch mal ganz kurz zeigen, was ich jetzt wie gekauft habe oder wie wir jetzt weiter agieren werden. So, und es ist und bleibt so. Also mit diesem Mod, mit dem Terrados, da müssen wir arbeiten. Was anderes macht irgendwie fast keinen Sinn. Das Teil ist hier unterwegs. Da habe ich dann ein Schneidwerk für Karotten. Und dann habe ich da drüben ein Schneidwerk erstmal für, nee, umgekehrt, das sind ja die Karotten hier und das andere war die rote Beete. Deswegen habe ich das ja rot eingefärbt, das Schneidwerk, weil das ist die rote Beete. Genau, und das andere ist orange für Karotte und dann würden wir ein weißes haben für Pastinake, beziehungsweise Pastinake weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall werden wir noch Kartoffeln und auch das Restliche. Denn mit diesem einen Gerätchen hier, was richtig Spauz hat und natürlich auch Bunker, wohlgemerkt, ich verwende es in der kleinsten Ausstattung mit, ich weiß nicht, 40 km/h. Auf dem Feld ist es dann mit 20 unterwegs. Und eben mit 60.000 Liter Bunker. Aber es arbeitet sauber und es erledigt seinen Job sehr, sehr schnell und gut. Und damit kommen wir richtig vorwärts. Und dann habe ich hier den Kollegen hier als Abfahrer. Denn auch was das Thema Abfahren angeht, habe ich auch schon so ein bisschen Erfahrungen gemacht. Denn, jetzt weiß ich gar nicht, wo steht er denn? Wo steht er denn? Ich glaube, da drüben steht er. Denn mit dem Kollegen da drüben habe ich nämlich ein bisschen Probleme, wenn der mit dem Helfer dann wirklich zu den Fabriken fährt. Das macht er eigentlich lange, lange Zeit gut und dann fährt er plötzlich irgendwie komische Wege und hängt oder und setzt sich fest. Also mit dem Kollegen hier, mit dem IT-Runner, mit dem Teil hier arbeiten wir auch. Ich habe dann hier getestet, zum Beispiel hier mit dieser Box. Da können wir natürlich dann die entsprechenden Teile am Feldrand ablegen und dann überladen. Oder dann halt eben, wie gesagt, mit dem Abfahrer. Das bietet sich deswegen an, damit man dann halt eben zwei Fabriken unterschiedlich auch beladen kann, damit ist das auch ordentlich verteilt hier. Aber wie gesagt, was die Abfahrer automatisiert mit den Helfern angeht, da müssen wir noch dran arbeiten. Jetzt werde ich nicht nur mit diesem Terrados arbeiten, sondern ich habe mir auch gedacht, also ein bisschen möchte ich auf jeden Fall noch weiterhin mit dieser Erntemaschine arbeiten, weil von allen anderen ist mir das aus dem Premium-Paket noch die liebste.
Denn mit diesen Kisten lässt sich auch sehr, sehr gut arbeiten vom Prinzip her, weil man die dann auf dem Feld stehen lassen kann. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Der Hintergrund ist halt, wir bräuchten ansonsten für jede Frucht bräuchten wir jetzt ein Schneidwerk und wir können uns das für die Pastinake erstmal so weit schenken. Dann würden wir nämlich die Pastinake mit dem Gerät hier entsprechend ernten. Ja, und denn dann kann man nämlich mit dem Schneidwerk vorne angedockt und mit dem Schneidwerkwagen im Prinzip zwei Schneidwerke mitnehmen auf die Felder und kann dann eben zwei Früchte ernten, ohne wieder zurückfahren zu müssen. Und dann können wir mit dem da drüben das dritte. Und was ich auf jeden Fall noch kaufen will als Schneidwerk, ist mit Sicherheit die Kartoffeln. Denn man kann es drehen und wenden, wie man will. Mit all den Gerätschaften, die ich hier jetzt mal ausgetestet habe, es gibt immer Probleme, dass was stehen bleibt oder dass man die Frucht kaputt fährt und ähnliches. Denn da müssen wir natürlich auch bei dem Kollegen da drüben drauf achten, auf die Erntemaschine. Dass, wenn die Fruchtzerstörung eingeschaltet ist, dann kann man natürlich nicht wild übers Feld fahren, um dann die Kisten abzuladen. Denn in dem Moment, wo man den Helfer rausnimmt, ist natürlich dann auch die Gefahr, da die Frucht zu zerstören. Okay, so, das war das eine, was mir wichtig war. Das andere war das Thema, wir wollen ein bisschen was verkaufen. Und jetzt überlege ich gerade, mit welchem machen wir denn das am geschicktesten? Er hat eigentlich am meisten Spauts. So, der Johnny. Und wir müssen uns wirklich Gedanken machen, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen Hänger nehmen. Denn, ich meine, der Terra hat halt, wie gesagt, 60.000 Liter in der kleinsten Ausstattung. Den gibt es noch einiges größer. Und den kriegen wir natürlich auch nicht so flott abgetankt. Und dann ist das Ding natürlich auch ruckzuck wieder voll, weil der mit 5,40 Meter Arbeitsbreite und natürlich dann auch noch mit 20 km/h Geschwindigkeit hier richtig den Bunker flott voll macht. Also ich kann nur sagen, wer wirklich im größeren Stil hier arbeiten will, der soll sich dieses Mod runterladen. Vor allen Dingen natürlich für die Consolieros, weil wir eben nicht diese schönen Sachen haben oder das eben nicht so toll einspielen können, wie ich das jetzt eben auch beim Kollegen Sens gesehen habe, der natürlich mit Cosplay und so weiter arbeiten kann. Der arbeitet dann mit vier Helfern, die dann ums Feld herum spiralförmig sozusagen fahren. So, mal anhängen. Jetzt hoffe ich, dass der Kollege das schafft. Jetzt schauen wir mal, wo wir generell, ich meine, ihr seht, das ist übrigens auch der Punkt mit dem IT-Runner. Da haben wir natürlich das Schöne ist mit dem IT-Runner, das werden wir dann sehen, wenn wir zur Suppenfabrik fahren, dass wir dort nämlich automatisiert mit Autoload laden können. Aber wir können natürlich immer nur eine Frucht bzw. ein Produkt laden. Und hier habe ich mich jetzt entschlossen, mit diesem Gerät zu arbeiten, denn da kann ich dann, wie ihr seht, eben verschiedene Produkte draufpacken und somit parallel produzieren. Aber jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wo es denn im Moment am sinnvollsten ist, die Sachen zu verkaufen. So, weil ein bisschen Geld kann nicht schaden. Und im Großen und Ganzen ist es ja fast egal, wann man verkauft, denn so wahnsinnig bewegen sich hier die Preise nicht. So, Karotte, Dose. Weil 15,37 und im Moment würden wir 14,39 beim Supermarkt bekommen. Ja, das wäre auch da und bei der Rote Beete auch. Nee, da wäre es der Bauernmarkt, aber im Prinzip ist es gerade egal. Natürlich bietet sich immer Erlengrad an, aber das Problem mit Erlengrad ist, dass wir dann die Sachen wieder übertransportieren oder überladen müssen. Also da hätten wir auch die Arbeit. Natürlich würde sich das indirekt lohnen mit fast 200 oder 300 Euro mehr pro Gerät oder pro 1000. Aber wie gesagt, ihr habt dann nochmal zusätzlich die Arbeit mit Erlengrad. Ich würde das jetzt nur machen, wenn ich die Karotten oder die Feldfrüchte direkt verkaufen würde. So, Supermarkt ist übrigens auch gleich in der Nähe, wenn ich richtig weiß. Ja, da ist er. Und dann bringen wir das Material mal weg. Denn wie gesagt, in der Fabrik haben wir noch jede Menge. Und dann können wir hier schon mal ein bisschen Cash machen, um Geräte zu kaufen. Denn ich habe sehr viele Geräte im Moment geliehen.
Natürlich aus dem einfachen Grund, um zu testen und zu probieren und einfach mal zu sehen, was ist der richtige Weg. Und wie gesagt, für mich habe ich jetzt festgelegt, wir werden jetzt dann doch vielleicht noch ein, zwei Felder kaufen, um dann eben wirklich auf jedem Feld die eine Frucht nur unterzubringen, aber trotzdem ein bisschen Zeit versetzt, damit einfach die Fabriken das Material dann auch ein bisschen runterarbeiten können. Denn bei den großen Feldern kommt natürlich dann jetzt auch wirklich jede Menge Material an. Und ich werde mit dem Terrados arbeiten, weil der einfach sauber, schnell und zügig und vor allen Dingen halt mit dem Helfer arbeitet. Und dann kann ich mich wirklich darauf konzentrieren, das Material wegzubringen an die entsprechenden Produktionsstätten oder eben dann auch einzulagern. Das bietet sich dann auch an. Und eben zusätzlich additiv eben dann mit dem Premium-Paket. So, dann laden wir hier mal aus. Das flutscht relativ zügig. Da kommt richtig Kohle rein. Ich meine, dieses Gerät bietet sich eben auch an. Dieser Anhänger, weil man den einfach dann auch herunterlassen kann. Und dadurch kommt man natürlich mit dem Stapler auch nochmal gleich ein bisschen besser drauf. So, 85.000, das ist doch ordentlich. Und 6.000 Umweltbonus. Jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn eigentlich Umweltbonus? Ich glaube, so viel ist es. Ja, okay, 8% ist doch ordentlich, ist okay. Damit können wir leben, aber das muss natürlich dann noch besser werden. Man sieht es, die Felder, das wird schon wieder. Aber interessanterweise habe ich jetzt auch hier wieder das Phänomen, dass im unteren Bereich nur 50%. Da könntet ihr mir vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, warum im unteren Bereich, beziehungsweise wie kriege ich das auf 100. Jetzt habe ich aber in der letzten Folge 9 Millibrunnen, wo ich ja auch dieses Phänomen festgestellt habe, tatsächlich doch ein Feld jetzt hinbekommen, dass es unten 100 ist. Also prinzipiell geht es. Es scheint nur zu sein, dass ich irgendwas noch falsch mache. Okay, kommen wir da rum? Können wir den wieder zurückbringen? Ich glaube, die Fuhre hat sich gelohnt. Und wie gesagt, im Prinzip ist es eigentlich ganz okay mit der Produktion und wir können da immer wieder zwischendrin verkaufen, weil so sehr ja die Preise hier nicht schwanken. Natürlich im großen Stil macht es sich bemerkbar, absolut richtig, aber ich denke, so haben wir auch kontinuierliche Einnahmen, müssen nicht immer warten bis zum besten Verkaufszeitpunkt und müssen dann immer zwischendrin ein wenig knapsen. Somit, glaube ich, hat das auch Sinn und Zweck und wir haben ja jede Menge Material in den Fabriken, also es wird noch jede Menge produziert und wir können dann immer so einen Anhänger voll wegbringen. Also wir können uns merken, so ein Anhänger bringt uns knapp, ja, 90.000. Das ist ordentlich. Wo geht's denn jetzt hier rein? Habe ich jetzt die Einfahrt verpasst? Na, ist egal, dann halt dahinter der Fabrik gibt es noch eine zweite Einfahrt. So, dann fahren wir hier rein. Und der Johnny, der schafft auf jeden Fall mit seinen 190 PS diesen Anhänger. Das ist gut. So, dann packen wir das Teil wieder hierher. Dann können wir bei Gelegenheit wieder umladen. Ich muss ehrlich sagen, das macht mir auch ein bisschen Spaß hier, mit dem Stapler zu arbeiten. So, ablassen und abhängen. Sehr gut. Den lassen wir erstmal stehen. Wir gehen jetzt mal zum IT-Runner. So. Und dann werden wir da nämlich auch mal ein bisschen verkaufen. Weil die Sache ist natürlich die, eigentlich sollte man ja mit dem gar nicht so übers Feld fahren, ne? Sehe ich das richtig, dass dahin die Räder durchdrehen? Das ist ja witzig. Dass die hintere Achse anscheinend Schlupf hat und die vordere Achse greift gar nicht. Also von der hinteren, von den beiden hinteren. So, dann werden wir nämlich da auch nochmal schnell verkaufen. Dann springen wir in den nächsten Monat und dann könnt ihr nochmal sehen, wie eben der Terrados übers Feld rennt, weil dann werden wir auf jeden Fall unsere Karotten ernten. Unser letztes Feld, dann sind wir soweit durch für dieses Jahr. Dann werden wir relativ zügig und schnell ins nächste Jahr gehen und wieder ansehen. Und ich hatte ja bereits erwähnt, wir werden dann hier dieses Projekt auch ein bisschen umwandeln in ein Big Farm Projekt. So, wir fahren mal da lang. Was heißen soll, dass wir dann hier noch ein paar Felder kaufen, und zwar die großen. Ja, stopp. Ja, das mit dieser Zusatzkamera hinten, das verwirrt mich jedes Mal aufs Neue.
Und dann werden wir nämlich hier parallel vermutlich noch einen zweiten Hof installieren, wo wir dann mit entsprechend Großgeräten arbeiten und dann wirklich in die große Ernte gehen, was Mais und Ähnliches angeht und Getreide, weil die Getreidefabrik steht ja auch hier zum Verkauf an. Dann können wir da nämlich auch arbeiten. Aber ich möchte in der Zwischenzeit so eine kleine Mühle bei uns am Hof machen. Das wäre nämlich das Nächste, was man kaufen kann. Weil ich habe da einen Mod, mit dem wir dann auch Öl herstellen können. Und es geht natürlich um Oliven, beziehungsweise natürlich um Sonnenblumen oder Rapsöl, was wir dann brauchen, damit wir Kartoffelchips herstellen können. Das wäre nämlich auch eine interessante Geschichte. Dann könnten wir selbst unser Öl herstellen und unsere Kartoffeln und produzieren dann entsprechend die Chips. So, ihr seht es hier. Also, ich habe jetzt hier logischerweise nur Karottendosen oder Karottensuppe, so ist es richtig. Und die Kartoffelsuppe, die liegt noch hier, oder? Ja, das ist die Kartoffelsuppe, genau. Und die kann eben jetzt, und das ist eben das Problem mit dieser IT-Runner, oder was heißt das Problem, ist eigentlich auch bekannt, dass man immer eben nur eines mit Autoload hier beladen kann. Und das wäre halt so ein bisschen der Nachteil. So, dann ziehen wir das Ding mal hoch. Und wo können wir die Suppe am besten verkaufen? Dildumdildei, wie wär's denn mit uns zwei? Die Karottensuppe, die geht. Ja, jetzt bin ich am Überlegen. Ja, das ist halt eben, wie gesagt, das Problem, der Zug, der Ehrengradzug. Also ich wüsste es nicht, wenn ihr das irgendwo gesehen habt, schreibt es mir doch in die Kommentare. Hat der eine Autoload-Funktion? Ich glaube es nicht. Also wir haben da wirklich das Problem mit dem Umladen, das ist ein bisschen ungeschickt, weil da müssen wir wirklich die Paletten hin und her packen. Naja, gut, hier können wir direkt zum Bauernmarkt um die Ecke. Aber ansonsten finde ich das wirklich nicht schlecht mit diesem IT-Runner-System, gerade mit der Autoload-Funktion. Das kann man dann schön neben die Produktionen stellen und dann wird halt eben automatisch das Material hier aufgeladen und dann kann man das entsprechend natürlich dann auch verteilen und verarbeiten. Und wir müssen hier sehr, sehr viel verarbeiten bzw. transportieren. Also wir werden hier nicht nur ein landwirtschaftliches Unternehmen haben, sondern wir werden zur Hälfte auch Logistiker sein, denn wir müssen hier jede Menge Material eben durch die Gegend transportieren von den einzelnen Produktionen und Ähnlichem. Ich glaube, hier wird es nicht angenommen. Hier wird es angenommen. So, stopp mal. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, das muss man erst abladen. War das so? Und dann schnappt er sich die Teile, oder? Augenblick. Jetzt bin ich ein bisschen wieder über... Dildumdildei, da unten brauchen wir mal kurz die Hilfe. Muss ich da irgendwas? Nee, mit Abkuppeln war es nicht. Bestimmt gibt es ein Entladen, oder? Entladen, so war es doch. Ach, der schmeißt die da irgendwo dann dahin. Das ist ja auch ein wenig komisch. Okay. Okay. Jetzt will ich gerade mal schauen, wenn man das Ding aufnimmt, ob man dann auch entladen kann. Naja, das war irgendwo nochmal, habe ich das auch gehabt. So. Nee, nicht genügend Platz. Nicht genügend Platz. Hä? Nee, das entlädt. Ah, jetzt entlädt er. Okay, okay. Naja, gut, das ist dann alles nicht ganz so einfach, aber das soll jetzt auch nicht so schlimm sein. Da müssen wir halt hier ein bisschen selber arbeiten. Hier fasst der Chef noch selbst an. Jetzt wäre natürlich so ein Hubwagen schön. Ach, das fällt mir auch gerade ein. Ja, wir haben ja so eine Hubwagen-Mod. Naja, gut. So. Eine Suppe wiegt ja nichts. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was haben wir denn überhaupt eingenommen? So, da tut sich nichts, gell? So, das sind nochmal 19.000. Umweltbonus, okay. Ja, da kam doch ein bisschen was zusammen. Lasst uns mal kurz reinschauen. So, was haben wir denn jetzt generell? 108 verkaufte Produkte. Okay, sehr schön. Also, läuft, würde ich sagen. Dann bringen wir das Teil erstmal wieder zurück.
Und wie gesagt, mit diesen Behältern, da gibt es, glaube ich, bis 42.000 Liter. Da, die man dann auch in den Feldrand stellen kann. Da können wir natürlich immer zwischendurch unseren Terrados abtanken. Und damit kann man natürlich dann auch wunderbar hier arbeiten mit dem IT-Runner-System. Ich habe mich dann auch für den LKW entschieden. Ich hatte ja auch den Anhänger. Aber der Anhänger ist dann auch immer so ein bisschen eine unhandliche Geschichte. Und der hier ist doch, ich sag mal, vom Handling und vor allen Dingen halt auch vom B- und Entladen. So. Etwas besser. Weil der Anhänger, den hat es immer nach oben gelupft, weil er einfach zu schwer war. So, dann packen wir den nochmal dahin. Abhängen. Und wenn wir jetzt hier einmal die Kartoffeln da drauf werfen. Genau, dann wird da jetzt die ganze Kartoffelsuppe draufgepackt. Das wundert mich eigentlich, dass es nicht mehr ist. Das müsste doch eigentlich etwas mehr sein. Wir schauen mal kurz rein. Kann natürlich sein, dass die Fabrik hier wesentlich weniger produziert. 144 Zyklen. Ja, 240 ist klar, nee. So, also gibt es natürlich jede mehr Dosen als Suppen, das ist richtig. Okay, also da müssen wir ja gar nicht so häufig hier entsprechend arbeiten. Gut, nee, den brauchen wir gleich. Den müssen wir wieder zurückbringen. Weil den brauchen wir ja dann zum Abtanken, wenn wir loslegen mit unserem Terrados. So. Ja, das Spannende ist eben, dass wenn man mit dem Helfer losschickt, dann fährt er plötzlich hier in die Tanke rein, obwohl er eigentlich hier den nächsten irgendwann abbiegen will, wobei ich auch nicht verstehe, warum der überhaupt abbiegen will. Der könnte hier auch ganz normal die Hauptstraße langfahren. Genauso, wenn er zur Fabrik fahren will, dann will der plötzlich hier an der Stelle hier abbiegen, obwohl er eigentlich geradeaus fahren könnte. Also, und dann fährt er halt auch zu spät, biegt er ab und fährt dann irgendwo halt in die Häuser rein oder in den Zaun. Also das ist eine ganz, ganz komische Geschichte, warum das mit dem Helfer hier nicht so gut klappt. Wundert mich. Könnte besser sein. Das klappt mit dem Traktor und mit dem Anhänger deutlich besser. Aber der ist halt auch deutlich langsamer. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Wo kommen wir denn? Ah, da sind wir schon vorbei. Da müssen wir über die Fabrik fahren. So, hier kommen wir rein. Er hat schon ganz schön Wendekreis, muss man schon sagen, hier als Dreiachser. So, dann stellen wir den erstmal wieder aufs Feld. Zu unserem Feldcontainer, Feldrandcontainer oder wie das Ding man auch immer nennt. So, und dann sind wir erstmal für diesen Monat durch und dann würde ich nämlich einfach mal zum Hof gehen in den nächsten Monat und dann fangen wir nochmal an mit der Ernte für unsere Karotten. So, da springen wir drüber, oder? Da sind wir fit genug, okay. Quatsch. So, 9 Uhr müsste eigentlich völlig ausreichend sein. Das Einzige, wo wir ja unser das Ach, es ist natürlich heute 9 Uhr. Okay. Nochmal. Kann aktuell nicht geschlafen werden. Danke, danke. Warte mal. Auch nicht. Okay. Dann müssen wir von Hand hier schnell vorspulen. So. 360. Gut, dann lassen wir mal laufen. Ich dachte gerade, es wäre da oben ein Flugzeug. Okay, jetzt regnet es. Können wir jetzt wieder schlafen? Sehr schön. Jo. So, die Uhrzeit wieder zurückstellen. Auf Echtzeit. Wir gucken mal ganz kurz, was es natürlich wieder hier im Gebrauchjob gibt. Brauchen wir nicht.
den hier brauchen wir eigentlich auch nicht mit 6 Metern. Okay, ja, könnte interessant werden. Müssen wir mal schauen. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir. Ja, den bräuchten wir eher, glaube ich, bei uns auf der Galgenberg, um dieses eine Futtersilo bei den Schweinchen zu befüllen, wenn ich das richtig weiß. Förderschnecke wird hauptsächlich zu hören, um Silos zu befüllen. Ja, genau. Das bräuchten wir eher dort. Hier brauchen wir es nicht. Okay. Gut, bei den Schafen ist alles im grünen Bereich. Ja, Wolle haben wir auch jede Menge. So, jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Hier haben wir was angesät, nämlich Raps haben wir hier angesät, weil wie gesagt, dann können wir uns diese Mühle kaufen und machen Rapsöl, damit wir dann anfangen können, tatsächlich in die Produktion zu gehen von Kartoffelchips. So, okay. Nein. Und dann schmeißen wir dich mal an, machen das Licht an. Holen unser Karottenschneidwerk. Ups. Ah, hier muss man echt überall aufpassen mit den Bäumen, Zäunen und sonstiges, weil man immer irgendwo ein bisschen hängen bleibt mit diesen Großgeräten. Sehr schön. Dann klappen wir mal vorne aus. So, und wer das Gerät noch nicht gesehen hat, wie gesagt, das fährt jetzt hier mit ganz bescheidenen 20 km/h drüber. Also das schafft richtig was weg. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, ich glaube, wir machen nochmal ein Vorgewende. Ja, und da lässt man eben auch nichts stehen und hat auch keine Probleme, dass irgendwo noch was übrig bleibt. Also das Gerät arbeitet sehr, sehr sauber. Also. Und das zu einem vernünftigen Preis. Einstandspreis von 200.000. So hoch. So. Und damit kann man echt arbeiten. Und jetzt hat er schon 12.000 Liter drin. Sehr gut. Ja, den müssten wir jetzt schon, ich glaube, in der Normalversion hat er irgendwas 28, 32. Da könnten wir den jetzt schon abtanken. Ja, warte, ich mache ein Vorgewende. Der Terrados. So. Dann können wir den praktisch jetzt schon einmal hier am Feldrandcontainer abladen bzw. abtanken. Und so wäre dann im Prinzip für die Zukunft die Idee, hiermit zu arbeiten. Und von diesen Containern gibt es natürlich auch noch größeres. Ich glaube, da passen jetzt 28.000 Liter rein. So sieht es doch noch was aus. So kommen wir auf jeden Fall in dem Projekt hier vorwärts mit den neuen Getreide bzw. mit den neuen Feldfrüchten. Getreide hätte ich jetzt beinahe gesagt. Freunde, das soll es gewesen sein für die Folge Ziel Lonka. Unser Projekt Krautschlägel geht sozusagen in die nächste Runde, denn wir haben jetzt hier unser letztes Feld abzuernten für diese Saison.
Und dann werden wir ratzfatz natürlich über den Winter gehen und wir sehen uns praktisch dann wieder, wenn wir hier auf dieser Map anfangen, im großen Stil wieder entsprechend anzusehen. Natürlich werden wir dann auch wieder Felder kaufen. Ich denke, wir werden dann auch mal, was unsere Gerätschaften angeht, entsprechend hier konsolidieren. Geräte, die wir gemietet haben, kaufen. Geräte, die wir nicht mehr brauchen, rauswerfen. Und so werden wir da, wird das dann langsam, denke ich, ein Schuh. Unsere Produktionen laufen jedenfalls richtig am laufen richtig an, haben gut zu tun. Und das freut mich und ich hoffe euch ebenfalls. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal wieder auf der Zilonka. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.